Herzlich willkommen zurück zu ARMS. Oh ja, ich werde mir hier noch viele Wortspiele einfallen lassen. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ich würde euch nicht auf den Arm genommen. Okay, ich hör auf. Ich werde heute mal versuchen, einfach mit einem Main-Charakter so weit durchzukommen. Und mit ihr war ich eigentlich das letzte Mal größtenteils ziemlich zufrieden. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es denn tatsächlich mit ihr läuft. Ich danke auf jeden Fall allen, die mir gute Tipps gegeben haben. Und ich muss euch wirklich mal loben, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Keiner hat mir einen Aufsatz geschrieben, alle haben mir kurze, prägnante Tipps gegeben. Und genauso funktioniert das hervorragend. Also riesiges Lob an euch. Das war richtig, richtig gut. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ich... So, jetzt muss ich schauen, dass ich das hinbekomme. Dass ich auf ZL und ZR tatsächlich auch angreifen kann. ZL ist dann die Waffe für meinen... Oder die... Wow, der Knopf für meine linke Waffe. Und ZR für meine rechte Waffe. Und das ist sehr gut, denn dann kann ich mich bezüglich Ausweichen und Springen auf X und Y konzentrieren. Das heißt, ich muss im Prinzip meine Finger nicht immer hin und her wechseln in diesem Viererkreis. Sondern kann mich da größtenteils wirklich drauf konzentrieren, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gut läuft. Genau. Ich bin natürlich noch dabei so... Was? Warum ist der jetzt durchgegangen? Ich bin natürlich auch so ein bisschen dabei, eure Tipps auszuprobieren. Aber dieser Squid Boy scheint das Eis jetzt auszunutzen und ich dachte immer, Squids sind... Au! Verdammt! Ich dachte immer, Squid sind Tintenfische. Okay, ich weiß, ich habe mich auch schon blamiert, was Meeresbiologie angeht, indem ich Quallen als Aale bezeichnet habe, aber ich glaube, das ist kein Tintenfisch. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Okay, ich hatte gerade Angst, ich muss einen Viererkampf machen. Volleyball. Das liegt mir ja zumindest einigermaßen. Also bei Volleyball hatte ich bis jetzt eher weniger Probleme. Ribbon Girl. Aber ja, ich probiere einfach mal, ob es mit Min Min gut läuft. Aber mit ihr war ich dann eigentlich relativ zufrieden letztes Mal, würde ich sagen. Von daher, ja, hallo. Wobei, vielleicht hätte ich ja zwei Waffen auswählen sollen. Übrigens noch gut rüber da. Nein. Runter mit dir. Yes. So haben die sie weggeflogen. Das ist schön. Übrigens, das hier ist natürlich noch nicht alles. Also es kommen noch mehr Charaktere dazu. Mindestens drei. Warum sage ich mindestens drei? Nun, man kann hier im Prinzip schon ins Menü gehen. Und in diesem Menü finden sich dann drei extra Charaktere, die beschrieben sind. Welches Menü meine ich? Naja, geht hier einfach mal. Also wir können hier im Prinzip nur das hier auswählen. Und wow. Ich glaube, sie hat keine Ahnung, was sie hier eigentlich macht. Nee. Ja, das Menü befindet sich in den Hilfeeinstellungen. Oder besser gesagt, die Hilfeeinstellungen sind im Menü. Da geht ihr einfach mal auf Tipps und Tricks und da kann man dann die Charaktere da schon. Es kommen noch mindestens drei, die dort schon eingeschrieben sind, vielleicht sogar noch mehr. Zudem wird es wohl DLC geben. Also herunterladbarer Content, inwiefern der was kosten wird, weiß ich nicht. Bei Splatoon war ja damals, kostenlos, soweit ich weiß. Zumindest würde mir gerade kein kostenpflichtiges Update einfallen. Aber wenn natürlich Nintendo versucht, dieses Spiel eine Zeit lang auch aufrecht zu erhalten, aktuell zu halten, wäre das definitiv sehr, sehr gut. Also das ist hier noch nicht alles und man hat ja dann noch einen sogenannten Grand Prix. Ich frage mich echt, wie das aussehen wird. Sowie Multiplayer-Möglichkeiten. Und ein Danke auch an, ich weiß gerade nicht, wer es war, tut mir leid, aber mir wurde auf jeden Fall mitgeteilt, dass diese Punkte, die man hier bekommt, also wenn ich verliere, bekomme ich ja einen Punkt, ansonsten bekomme ich drei, wenn ich gewinne, dass diese Punkte eingetauscht werden können gegen bessere Items, die man dann im Shop kaufen kann. Und da muss ich dann wiederum sagen, finde ich es doch sehr, sehr gut. Ah, verdammt! Na!
Nein! Ich hab geblitzt. Finde ich es dann doch sehr gut, dass man auch bei Niederlagen zumindest einen bekommt. Dadurch ist der Frust nicht ganz so groß, sondern bekommt trotzdem einigermaßen. Und man kann trotzdem einigermaßen seine Sachen auffüllen, die man braucht. Aber es dauert eben natürlich viel, viel länger. Ich dachte jetzt, das würde irgendeine Relevanz für das Online-Punktesystem haben. Aber wenn das nicht so ist, kein Problem. So, das habe ich jetzt nicht so gut eingesetzt. Aber ich glaube, man merkt schon, dass ich mich hier schon deutlich besser einstelle. Also einer meiner größten Probleme war, dass ich zu wenig gesprungen bin. Und ich habe das System auch immer noch nicht hundertprozentig drauf. Aber was ich natürlich versuche, ist im Prinzip viel auszuweichen. Ja, ausweichen ist immer gut, aber vor allem auch ausweichen und angreifen so ein bisschen organischer hinzubekommen. Das hier ist ein bisschen stallen. Okay, gut. Komm. Na, jetzt konnte ich sie nicht greifen, verdammt. Na, ich weiß nicht, ob diese zweite Waffe tatsächlich wirklich vorteilhaft für mich ist. Nein, jetzt verliere ich, weil ich zu wenig Gesundheit habe, oder was? Yep. Ach, komm schon, wieso... Nein, das war zu spät. Verdammt. Na gut. Ich habe bisher noch nicht so viel Glück, aber ich bin dennoch zufrieden mit dem, was ich soweit sehe. So, okay. Ist jetzt natürlich zum Glück auch ein bisschen kühler. Ich glaube zwar nicht, dass das unbedingt das Hauptproblem vorhin war, aber jetzt haben wir ja Abend. 8 Uhr irgendwas. Ich kann gar nicht die genaue Uhrzeit sagen, aber es geht. Oh, Min-Min-Kampf. Anime. Anime B. Das ist wirklich interessanter Name, muss ich sagen. Anime B. Natürlich, wie gesagt, man weiß dann nie so genau, ob die Leute jetzt männlich oder weiblich sind. Ich frage mich übrigens eines. Und zwar, ob man auch mehr Waffen für Charaktere bekommen wird. Also ob es jetzt wirklich bei diesen drei bleibt, die wir hier sehen und schon gesehen haben. Oder ob da tatsächlich noch mehr dazukommt. So, genau. Und hier versuche ich jetzt einfach mal. Hier im Prinzip. Ah, okay. Gut, vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen mehr rumspringen. Aber das war jetzt im Prinzip so ein Heilungsring. Und da habe ich einfach mal versucht, mich drin aufzuhalten. Ah, bleib stehen. Genau. Ja. Genau, also ich sollte versuchen, diese Schwachstellen auszunutzen, denn wenn sie angreifen, dann sind sie erstmal in ihrem Angriff gefangen und können... Wow. Und können nicht... Ja, und können nicht selbst einen Angriff starten. So. Ich krieg das noch hin, also das könnte mein erster Sieg sein. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich meinen Spezialangriff irgendwie gut einsetzen kann. Es muss natürlich auch Sinn ergeben. Du verdammt, voll reingelaufen. Okay, gut. Komm her. Das ist auch noch ein Problem bei mir. Meine Spezialangriffe sind meistens äußerst ineffektiv. Also, da greife ich hier so aus der Distanz wirklich besser an. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Nein. Das ist doch nicht wahr. Verdammt. Das haben wir aber auf, mir deine Schuhe zu zeigen. So toll sind die auch wieder nicht. Ich meine, das sind viel cooler. Ich meine, das ist die gleiche Marke, aber ich bin viel originaler als du, ja. Meine Min-Min ist einfach. Ist einfach die beste. So, und ich probiere jetzt vielleicht mal ein bisschen. Also mit den Waffen, da soll ich anstellen. Oh nein! Nein! Nein, kein Final. Aber nochmal gegen Anime B, interessant. Aber das ist genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Wieso nochmal? Wieso ein Viererkampf? Jetzt bin ich noch eingeschränkter in meiner Bewegung. Immerhin gegen zwei ganz gute Gegner, glaube ich. Weil ich glaube, Viererkämpfer mit so einem Riesen da, der... Wow. Der sich eh nicht viel bewegen kann, aber dafür mit einem Schlag mega viel Schaden macht. Ich glaube, das wäre deutlich, deutlich schwieriger. Und da gibt es ja ein paar Charaktere, die so drauf sind. So.
Ja, ich kapiere schon wieder überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Und ich habe mich auch gerade nicht in den Heilungskreis getraut. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich hier absolut kassiere. Allerdings der Gegner noch mehr. Okay, konzentrieren wir uns mal auf den Schwächeren da. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, ich versuche mir diese Blockangriffe größtenteils auf den Moment zu beschränken, wenn mit Spezialangriffen angegriffen wird. Weil durch den Block kommt man scheinbar durch, indem man greift. Das funktioniert dann eben relativ gut. Ah, sehr schön. Das funktioniert dann relativ gut. Weg mit dir. Wenn sie eine Spezialattacke einsetzen, weil sie dann in der Regel nicht greifen, sondern dann irgendwas anderes machen, sodass man dann gut in den Blockmodus gehen kann. Anders sieht es dann natürlich ein bisschen aus. Irgendwie erwischt man den nicht mehr so. Ah, sehr schön. Das weiß sogar ich. Yay! Gut, sieht aus, als würden wir wegen mehr Mann Leben gewinnen. Genau. Wie gesagt, so kann man auch durchs Blocken durchkommen, aber mit normalen Angriffen, auch mit Spezialangriffen eben nicht, hat man dann Schutz. Yay, Sieg! Und deswegen werde ich versuchen, das vermehrt in solchen Situationen tatsächlich zu verwenden. Oh, das ist doch ein schönes Ergebnis zu sehen. Und es ansonsten sein zu lassen, denn man kann tatsächlich, wenn man zu viel blockt, erstens kann man da nicht angreifen und es nimmt so ein bisschen den Spielfluss allem raus, habe ich das Gefühl, also ich werde außerhalb dessen nicht so viel mitarbeiten. Und zweitens kommt hinzu, dass wenn der Gegner häufig draufschlägt, steht in den Hilfen, dass es dann wohl tatsächlich so ist, dass man, und ich zerschmette ja immer wieder ein paar Sachen, bis es weitergeht, komm! Und jetzt! Nein! Genau, dass wenn der Gegner häufig genug draufschlägt, dass man dann diese Fähigkeit zu blocken für eine Weile verliert. Weil natürlich, sonst würde man nur dastehen die ganze Zeit blocken. Das heißt, das kann man auch durchschmettern und da kann man das eine Zeit lang nicht machen. Und wenn dann eine Spezialattacke kommt, habe ich ein richtiges Problem. Von daher, und ich glaube, ich habe diesen Drachenlaser mehr gemockt. Deswegen benutze ich den mal. So, genau. Genau. Das ist im Prinzip da die Art und Weise, wie ihr mir, oder wie ihr eigentlich, mir geraten habt zu kämpfen. Hier auf Ausweichen gehen, warten bis der Angriff kommt und dann zuschlagen, da den Gegner nicht wirklich reagieren können. Ja, jetzt muss ich nur noch lernen, ein bisschen besser in der Luft zu arbeiten. Okay, das... Da hat er mich jetzt irgendwie durchgeschlagen. Wie zum Teufel hat er das gemacht? Nein! Verdammt! Okay. Jetzt hat er den Vorsprung, den ich gerade relativ gut rausholen konnte, hat er wieder etwas umgangen. Moment, das ist Squid Boy. Das ist der mich am Anfang besiegt hat. Na warte, Freundchen. Revanche. Ich werde immer besser. Strike me down and I shall become more powerful than you can possibly imagine. Ah, so, und jetzt... Nein. Genau. Das ist gut. Das macht ihr in Zukunft. Anstatt dass ich diesen Faustschlag ausführe, nehme ich den Drachen. Weil der Drache ja einen Laserstrahl abschießt. Das heißt, ich kann... Das ist, wenn ich nach hinten ausweichen, sie erwischen. Und das ist mein erster Solo-Sieg. Danke. Danke. Aber ihr merkt schon, also ich habe schon 15 Punkte. Aber es läuft schon deutlich besser. Natürlich waren auch relativ viele Niederlagen dabei, aber ich meine, jetzt habe ich gegen den gewonnen, gegen den ich am Anfang verloren habe. Langsam scheint es zu funktionieren. Ich glaube, der Gern 09 da oben wartet noch auf jemanden, gegen den er kämpfen kann. Wollt ihr uns nicht irgendwie verbinden? Also manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, wie dieses Verbindungssystem abläuft. Ich meine, vielleicht versuchen sie zu finden, dass man mit den gleichen Gegnern nochmal reinkommt. Das weiß ich nicht, aber ein bisschen merkwürdig wirkt das bisweilen schon. Nein. Ja, ich wollte damit gern 09 kämpfen, aber doch nicht zu Fürth. Ah, es ist Volleyball zu Fürth. Ja gut. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger ein Problem, auch wenn Master Mummy auf der... im gegnerischen Team ist und das wird sauhart, weil Master Mummy in Volleyball ist verrückt. Der kann den Ball einfach hinüber befördern. So, genau, hoch.
Ja? Nein, 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 nein. Er hat mich jemand angegriffen. Aber gut, mein Partner ist sehr gut dabei. Der Ninjara, das ist sehr gut. Nein, hoch damit. Nein. So, dann werde ich versuchen, so ein paar typische Volleyball-Moves zu machen. Also ich werde den Ball immer so mehr oder weniger unbeholfen hinüber zu befördern, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Und das Schöne ist eben, dass es hier keinen Aus gibt. Das ist wirklich schön. So kann ich den einfach in irgendeine Ecke befördern. Wer kackt mich denn immer an zum Teufel? Ich spring doch nur hoch. Okay, aber das scheint eine ziemlich klare Sache für uns zu werden. Was mich echt überrascht, wenn der Master Mami, okay, ist irgendwie sehr schnell explodiert. Ja gut, okay, die beiden Punkte haben sie aber auch nur bekommen, weil diese Bälle irgendwie sofort am explodieren waren. Ich meine, ja, das letzte ist klar, weil bevor die Zeit abgelaufen ist, immer noch ein Ball irgendwo explodiert, aber der vorletzte hat mich ein bisschen gewundert. Egal, gut gemacht, gut gemacht. So, und natürlich jetzt kommen noch ein Part und dann noch ein oder zwei, je nachdem wie die Verbindung ist. Wenn ich dann noch zwei hinbekomme, kommen zwei, ansonsten nur einer. Das kommt eben drauf an, wenn die Verbindung weiterhin so stabil bleibt, wahrscheinlich zwei. Und dann geht's erst wieder am nächsten Wochenende weiter, wenn wir dann mehrere Timeslots haben. Beginnend am Samstag um 2 Uhr nachts. Also zur Erklärung, wenn man freitags wach bleibt. Aber ja, diese Brücke brauchen wir erst zu überqueren, wenn wir tatsächlich dort sind. So, ich kann mir vorstellen, dass Master Mami hier äußerst ungeschickt ist, weil Master Mami sich eh kaum bewegen kann und hier dann so mega eingeschränkt ist, dass er wirklich kaum vorwärts kommt und Ninjara eigentlich einer ist, der gerade gut ist, weil er sich viel bewegen kann und seine Fähigkeit hier nicht wirklich zur Geltung kommt. Allerdings, zumindest was für Master Mami der Vorteil ist, ist, er kann sich zwar relativ schlecht bewegen, aber ihr seht, er hat uns trotzdem komplett verprügelt und mein Partner schon tot, weil wir müssen auch einigermaßen nah sein, um anzugreifen. Und können uns auch nicht wirklich gut wegbewegen, weil wir ebenfalls in dieses Seil gebunden sind. Was instantly dazu führt, nein, 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 dass er uns sofort schlagen kann und dann sich solche Szenen abspielen. Autsch. Das hat einfach nur wehgetan. Ich möchte nicht wissen, wie sehr es wehtut, von Master Mami mit seiner Kugelhand mit seinem Spezialangriff getroffen zu werden. Das muss Super Saiyajin Blau-Niveau haben. Genau so ungefähr wie als Son Goku Krillin geschlagen hat, der um die halbe Welt geflogen ist. So stelle ich mir das in etwa vor. Okay, aber eine Sache, die ich ein bisschen unglücklich finde, ist, dass hier immer nur die gleichen gegeneinander kämpfen. Ich meine, ich kann verstehen, dass es so schneller ist, weil man dann immer nur aus den gleichen Personen zuweisen muss und weniger Probleme hat, ständig die Gruppen neu zu verbinden. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es ein bisschen unglücklich, weil jetzt hat man die Leute ja doch schon häufiger gesehen. Aber vielleicht wird das auch tatsächlich besser, wenn die Server dann wenn das Spiel dann offiziell draußen ist, weil ich nehme mal an, jetzt wird einfach sich jeder Zeit genommen haben, um genau in diesem Timeslot zu spielen. Wohingegen das dann ein bisschen anders aussehen wird, wenn dieses Spiel dauerhaft draußen ist und gespielt werden kann. So, wow, was soll das? Aber gut, das Schöne ist, dass wir hier einigermaßen alle gegeneinander kämpfen, weil die beiden schon, okay, jetzt hat er mich, aber die beiden scheinen schon so einen kleinen Beef gegenseitig zu haben. Komm. Na, ich dachte, der erwischt den Ninjara jetzt. Komm, hier. Ich kratze so ein bisschen zum Hintergrund an. Und das juckt den überhaupt nicht. Schaut ihn euch an. Nein. Ich hätte doch den Drachen einsetzen sollen. Wieso höre ich nicht auf meinen eigenen Rat? Nutzt den Drachen. Wecke den Drachen in dir. Nein. Okay. Gut, natürlich muss man mit dem Drachen auch einigermaßen nah dran sein, um zu treffen. So, und jetzt mache ich mir den Vorsprung, den ich gerade hatte, so ein bisschen kaputt. Wow, lass das bitte an den aus.
Ja, das muss ich noch üben. Nein, 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 nein. Hallo, ich möchte den vor mir schlagen. Hallo, warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich den Max David nicht? Okay, aber ich gewinne, weil ich die meiste Gesundheit habe. Pff, war immer nett was. Ich meine, wir haben ja alle gut mitgemacht, also von daher passt das schon. Trotzdem, das war gerade sehr merkwürdig, dass ich da nicht durchkam. Okay, oh, es geht gleich weiter. Nochmal Anime B. Ja, wie gesagt, das ist... Ich bin gespannt. Ich meine, klar, ich könnte theoretisch auch den Raum einfach wechseln, rausgehen und dann schauen, ob ich in einen neuen Raum komme. Aber das dauert dann, wie gesagt, selbst nochmal seine Zeit. Ich meine, Mario Kart und in Splatoon wird man ja auch nicht neuen Räumen sozusagen zugewiesen, sondern da wechseln Leute einfach immer wieder. Hier interessanterweise scheinen die Leute einfach wirklich länger da zu bleiben. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel auch eine relativ große Faszination bei den Menschen auslöst, dahingehend, dass sie möglichst viel von diesem Spiel erkunden möchten. Ich glaube, es ist eine ganz gute Art und Weise, diesen Heilungskreisen einfach mal hin und her springen und zu versuchen, so viel mitzunehmen, wie geht auch. So, jetzt muss ich aufpassen. Sie hat ihre Spezialanzeige gefüllt. Komm her! Oh, und mitten rein. Genau, das war mein Plan. Und schnell, weg, weg, weg. Genau, jetzt habe ich das durchbrechen können. Also wenn man die Person natürlich schlägt, die einen Spezialangriff haben, ist der Spezialangriff auch weg. Weil sie muss wirklich unbedingt ducken, wenn sich wie hier eben eine gute Gelegenheit ergibt, kann man das auch anders regeln. So. Oh, und jetzt habe ich sogar mal mit dem Spezialangriff getroffen. Yay. Okay, aber gut, ich glaube, ich beende den Part an dieser Stelle erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr mir hier geschenkt habt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielen Dank nochmal für die Tipps. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann.